eingeschaltet habt. Lange ist es her, dass ihr mal was von mir gehört habt. Ihr seht, ich stehe in einer komplett anderen Küche. Die mir bereits auf Instagram folgen, haben es bestimmt mitbekommen. Wir sind vor gut 2 Monaten umgezogen und ich hatte knapp 4 Wochen keine Küche. Deshalb gab es auch keine Rezepte. Aber wir sind so mittlerweile, würde ich sagen, gut hier angekommen und haben es auch eingelebt. Deshalb werden jetzt auch regelmäßig wieder Rezepte kommen. Ich möchte auch gar nicht so viel über den Umzug erzählen. Ich würde sagen, wir legen direkt mit dem ersten Video los. Und zwar habe ich heute einen Nutella-Kuchen, der richtig lecker, saftig und weich ist. Und los geht es mit den Zutaten. Für den Nutella-Kuchen habe ich an Zutaten 300 Gramm Mehl, eine Packung Backpulver, 200 Gramm Zucker, eine Packung Vanillenzucker, 3 Esslöffel Nutella, 2 Esslöffel Backkakao, 3 Eier Größe M, zimmerwarm, 100 Gramm Schokolade, die habe ich so fein gehackt, 230 ml Milch, lauwarm und 100 ml Öl. Als erstes gebe ich die Eier in meine Rührschüssel und schlage sie mit dem Zucker und Vanillenzucker steif, so ungefähr 10 Minuten lang, bis sich die Masse verdoppelt hat. Wenn ihr das dann habt, gebt ihr die lauwarme Milch rein. Öl. Ich habe hier übrigens Rapsöl, ihr könnt aber natürlich auch Sonnenblumenöl verwenden, aber bitte kein Olivenöl. Und die Nutella. Das lasse ich nun kurz unterrühren. Nehme nun einmal meine Küchenmaschine zur Seite. Und nehme hier mein Sieb und werde erst die trockenen Zutaten durch einen Sieb sieben. Gebe ich noch hier meine gehackte Schokolade rein und werde es nun vorsichtig unterheben. Ah, warum machst du das, Mama? Warum ich das mache? Ja. Hier habe ich einen Gugelhupf, der hat einen Durchmesser von 26 cm. Ihr könnt aber auch eine Gugelhupfform nehmen, die einen Durchmesser von 25 oder 24 cm hat. Und den werde ich jetzt nur mit Öl bepinseln. Ich finde auch, wenn man eine Gugelhupfform nur mit Öl bestreicht, löst es sich viel einfacher von der Gugelhupfform. Ja, mein Schatz. Anstatt wenn man es mit Butter bestreicht und mit Mehl bestäubt. Also probiert es einfach mal mit Butter aus, dann werdet ihr mir auf jeden Fall recht geben. Boah, du hast das gemacht, Mama. Ja, Entschuldigung, mein Schatz. Und das ist lecker. Das ist lecker. Ja, mit Nutella. Ja, super. Ja. So, dann gebe ich den Kuchen einfach da rein. Und dann bestreue ich noch etwas Schokolade drauf. Meine Gugelhupfform gebe ich jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ungefähr 45 bis 50 Minuten. Ihr Lieben, meine Form habe ich nach 45 Minuten aus dem Backofen rausgeholt. Ich werde ihn jetzt einmal zudecken und ungefähr 10 Minuten lang so stehen lassen. So. Den Kuchen werde ich nun auf so eine Tortenplatte stürzen. Und schaut mal, Leute, perfekt. Den werde ich jetzt nochmal zudecken und einmal komplett auskühlen lassen. Der Kuchen, der ist jetzt komplett ausgekühlt und ich möchte euch mal zeigen, schaut mal, wie schön weich der ist. Seht ihr das?
Also richtig fluffig. Und ich werde auf den Kuchen nur Puderzucker drauf streuen. Ihr könnt natürlich auch Kuvertüre schmelzen und auf den Kuchen geben. Aber ich mache das nur mit Puderzucker. So, und nun schneide ich den Kuchen einmal an. Und schaut mal, Leute, wie weich und fluffig der ist. Also das schmeckt wirklich unglaublich gut. Vor allem mit diesen Schokostücken da drin. Richtig lecker. Also wirklich, dieser Nutella-Kuchen, der ist einfach nur hammerlecker, Leute. Wirklich richtig lecker ist das. Probiert den bitte, bitte auf jeden Fall aus und vergesst mir nicht, eure Bilder zu schicken. Ich würde mich natürlich auch über euer Feedback freuen und über einen Daumen hoch. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns beim nächsten Mal.